Wochenfinale bei Kaffee oder Tee. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag. Wir starten wieder kreativ in die Sendung. Wir zeigen Ihnen nicht nur, wie Sie Blumen dekorativ anordnen können, sondern auch, wie Sie das Gefäß dafür selber machen können. So sieht das Ganze aus, was wir heute machen wollen. Das sind Schneeglöckchen im Betongefäß. Und die Idee dazu kommt von der Floristmeisterin Jasmin Zentner. Herzlich willkommen aus Weisenheim am Berg. Beton und Blumen, erstmal ungewöhnlich. Warum passt das für dich gut zusammen? Es ist ein Gegensatz. Beton, was Hartes, was Festes, modern vielleicht auch ein Stück weit. Und das zarte, zerbrechliche, schöne Etwas, das Schneeglöckchen, was auch jetzt sehr gut in die Jahreszeit passt. Mhm. Und dann dachte ich, die beiden in Kombination oder auch im Gegensatz, dachte ich, das wäre was für einen Zuschauer. Ja, und dieses Betongefäß ist relativ einfach selbst zu machen. Ja, ja. Wir können ganz schnell zeigen, wie es geht. Genau, also hier Küchenutensilien brauchen wir und eine Halbschale aus Styropor. Größe kann man selber bestimmen. Mhm. Man kann natürlich auch einen Strohkranz, irgendeine Unterlage nehmen, wo diese Form gut drin steht. Dann ein Stück Folie, auch da kann das irgendein Rest sein, was man zu Hause noch hat. Und drückt das Ganze fest rein. Warum ist es wichtig, eine Folie reinzutun? Also wenn ich die Schale glatt haben möchte, könnte ich auf die Folie auch verzichten? Nee, das brauchen wir einfach, damit der Beton, das probieren wir jetzt gleich zusammen aus, sich wieder aus der Form löst. Okay. Und wenn du siehst, wenn ich es jetzt hier so reindrücke, entstehen so diese Falten. Und wenn du genau dir dieses Betongefäß anschaust, siehst du auch so diese Falten. Und die sind gewollt? Die sind bewusst so gewählt. Und ich habe jetzt Beton angerührt. Und zwar ist das einmal Gartenbeton und ein bisschen Zement. Ja. Ich habe das so nach dem Gefühl gemacht. Das heißt, es muss so eine richtige Pampe sein. Ja, also fast ganz fest. Gibt es, glaube ich, auch in ganz kleinen Portionen, wenn man mit Beton arbeiten möchte. Also man braucht keinen Gartenbeton. Man kann auch, glaube ich, im Baumarkt so Mini-Portionen holen. Ganz genau, gibt es auch. Und also wie gesagt, ich mache das immer so nach Gefühl, so wie man sieht. Das muss so eine richtige Pampe sein. Und dann brauchen wir eine Wasserbombe. Ja. Also das heißt, einen Luftballon, den haben wir hier. Und der wird mit normalem Öl, ganz normalem Haushaltsöl, wird der so ein bisschen eingerieben. Damit er nicht dran festklebt. Genau, und dann drücken wir im Prinzip das Ganze so in diese Schale hinein und lassen das so einen Tag stehen. Mhm. Und dann haben wir im Prinzip diesen Effekt. Und das, den möchte ich hier vorne gerne haben, jetzt hier mal testen. Und was rauskriegen. Und okay, also. Ah ja, hast du schon, siehst du? Genau, Ballon geht raus. Ballon geht raus, das und jetzt wird spannend. Und jetzt muss aber die Schale auch noch aus dem Styropor. Soll man es zusammen machen oder will? Das löst sich, guck mal löst hier. Löst sich. Vor allem ganz locker, ja, ist also wirklich kein Problem. Gib dir mal den Rest. Du siehst, das bröselt jetzt auch ein bisschen. Und wenn man Lust hat, kann man da auch noch später mit, sei mutig, zieh mal. Ich reich's mal der Chefin rüber. So. Also richtig mit Schmackes kann man da im Prinzip das Ganze so rausziehen. Mhm. So. Und dann hat man diese schöne Form und kann entweder die Ecken noch ein bisschen abbrechen oder diese Form so wie eine Blütenform vielleicht auch lassen. Okay, so. Also wirklich einfach selber zu machen. Genau. So, der Clou, dann so, kommen jetzt da die Schneeglöckchen rein. Schneeglöckchen, genau. Und dann haben wir, wie gesagt, so ein Schneeglöckchen, nur dass man sich das mal vorstellt, kostet zwischen 1,20 und 1,50. Also das ist wirklich so kleines, pures Gold. Ganz schön teuer, nicht? Das sind echte Winterblüher. Wie machen die das, dass sie im Winter die Energie haben, um zu blühen? Ich sag mal, die werden ja für den Verkauf natürlich in den Gewächshäusern vorgetrieben. Jetzt sind sie noch ganz klein draußen im Freien und man sieht gerade noch so kleine Spitzen. Und also von dem ab. Lass uns mal die Vielfalt der Schneeglöckchen anschauen. Es gibt Menschen, die lieben Schneeglöckchen. Die haben auch einen speziellen Namen. Die heißen nämlich Galanthophile. Genau, das ist der botanische Name. Das sind die Blüten, die man bewundern kann. Unterschiedliche Sorten. Das hier ist eine gefüllte zum Beispiel. Hier haben wir eine, die aussieht, wie wenn sie so kleine Federchen hätte. Und man sieht auch, wie so ein kleiner grüner Farbklecks. Und es sind wirklich Sammler, die zum Teil für so eine Zwiebel bis zu 120 Euro bezahlen. Und also man ist da wirklich, das ist ein ganz zarter, feiner Bereich. Und je grüner, wie man hier sieht, das Schneeglöckchen ist, umso wertvoller ist das Ganze. Okay, und ich habe noch nie so genau hingeschaut, aber es ist ja wirklich viel mehr als nur eine weiße Blüte. Ja, hier sieht man auch mit einer runden Blütenform. Also es ist wirklich so eine Leidenschaft, eine Sammlerleidenschaft und was ganz Spezielles und Besonderes. Es lohnt sich auch das Reingucken, ne? Also auch innen drin dann das Grüne. Also ganz toll. Du musst dir aber halt Zeit nehmen, weil sie wirklich so zart und zierlich sind. Und es ist halt was Besonderes, was man wertschätzen sollte. Ne? Und genau, ich habe jetzt hier schon mal das Ganze ausgetopft. Wie man sieht, es sind also drei Zwiebelchen. Das heißt, drei Zwiebelchen kostet dann direkt 5 Euro?
zwischen 5 und 7 Euro. Mhm, also es okay. ist dann, genau, ich setze es in die Schale rein. Die brauchen ja als Zwiebelblume nicht viel Erde. Und dekoriere das Ganze im Prinzip dann mit Moos oder mit was ich eben zu Hause in meinem Fundus habe. Ein bisschen Laub dekoriere ich es dann aus, wie ich es möchte. So, okay. Und die Schale setzt dann später auch Grünspan an. Also das ist das Besondere. Ich stelle es mal ein bisschen an die Seite, dass man sieht. Also man kann sie eben vielfältig einsetzen. Und ja, und das Schneeglöckchen soll einfach so ein bisschen die Vorfreude auf den Frühling bringen. Wie viel Feuchtigkeit braucht das Schneeglöckchen? Also durch das, dass es ja ein Zwiebelgewächs ist, speichert sie die Wasservorräte in der Zwiebel. Und somit braucht die ganz wenig Wasser. Mhm. Weil wenn je mehr Wasser, umso länger und so schneller schießen die Blütchen aus ihrem Wuchs heraus. Ja. Jetzt hast du noch ein bisschen mehr ausdekoriert hier vorne. Was hast genau. du noch dazu getan? Ja, das ist auch noch was Schönes. Ich komme ja aus einer Weingegend. Weißenheim am Berg ist ja rundum mit schönen Wingertszeilen, wo jetzt momentan gerade die Weinreben zurückgeschnitten werden. Und das hier, das sind jetzt noch die Reste, die von der Weinernte übrig geblieben sind. Und die werden momentan auch ganz stark bei uns in der Floristikszene eingesetzt und gefärbt sogar. Und man kriegt es zum Teil sogar zu kaufen. Also ein Abfallprodukt, was ich immer ganz süß finde, dass man das noch so ein bisschen dekoriert, ja, was okay. kein Geld kostet und irgendwie noch so ein bisschen Witz hat. Also schöne Deko, einfach selbst gemacht, Beton, ja. einen Tag lang aushärten wahrscheinlich. Einen Tag, also diese Schale, die wir eben auseinandergenommen haben, haben wir gestern gegossen. Und dann hat man nach einem Tag mit ein bisschen handwerklichem Geschick eine Schale selbst gemacht ja. und mit den Schneeglöckchen ausdekoriert. Jasmin Zellner, genau. vielen Dank für Danke den Besuch auch, heute Jens. Bei Kaffee oder Tee.